So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir haben eine kleine Mission bekommen, bei der wir jemandem Frohlpilze und einen Zähpilz geben, Frohlbeeren und einen Zähpilz geben sollen, und das machen wir natürlich so. Überhaupt nichts. Und Frohlbeere, da brauchten wir. Ich packe einfach mal ein. Alles verschieben. Rauchknollen haben wir genug dabei. Jetzt muss ich nur den Zähpilz finden. Da bist du doch. So, Vorteil ist, zu ihm können wir uns direkt rüber teleportieren. Obwohl, da wir jetzt anständig rennen können, vielleicht hätten wir auch einfach laufen können. So, dann bringen wir mal deine Anleitung bei. Pass mal gut auf. Du hältst Umkehrbratling. Diese mysteriöse Speise bewirkt, dass sich die Offensivkraft und Defensivkraft eines Pokémon vorübergehend getauscht werden, okay? Du wirst deinem Ruf mehr als gerecht. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Der Umkehrbratling scheint aus irgendeinem Grund vorübergehend die Offensiv- und Defensivkräfte eines Pokémon zu vertauschen. Ein wahrhaft kurioser Imbiss, der so einiges auf den Kopf stellt. Als Mitglied des Forschungstrupps wirst du immer wieder Pokémon mit Pokémon balgen müssen. Der Umkehrbratling wird dabei bestimmt eine Hilfe sein. Sehr schön. Das waren jetzt, glaube ich, auch alle Missionen, die ich bisher habe. Ein Pokémon, aggressive Pokémon aufgetreten zu sein. Ja, ich könnte jetzt zur uralten Siedlung gehen. Könnte allerdings auch ins Grasland gehen und jetzt unsere letzten Dinger holen. Ja, ich weiß. Ihr wollt Fortschritt und das Projekt ist eigentlich schon. Eigentlich schon mehr als lang genug, aber ist egal. Schwarzauge. Den wollte ich eigentlich. Den wollte ich nicht, aber. Ja, ich wollte eigentlich nur Fettlauf. Ganz ehrlich, das ist gerade alles, was ich will. Fettlauf. Da war noch einer. Und hier gibt es ja auch sehr viel davon. Das muss man ja auch sagen. Wartet mal. Von denen haben wir doch gerade festgestellt, dass ich zumindest zur Zeit keins in der Tasche habe. Irgendwo meine ich, lief doch auch. Das sage ich. Meine hier lief irgendwo Evoli rum. Läuft das andere gerade weg oder hat es mich gesehen? Jetzt hat es mich gesehen. Aber jetzt ist es zu spät. Verdammt, das ist mir entkommen. Aber eins habe ich. Ein Evoli ist nicht entkommen. So, wie viel Fittlauch habe ich jetzt gerade einstecken? 9 Stück. Reicht das schon?
Also wenn man hier wirklich ein paar Mal auf große Fitlauf-Tour geht, dann kann man diese 100 Fitlauf-Missionen eigentlich sehr, sehr schnell sogar abschließen. War ja bloß immer zu faul, mich mal wirklich hinzusetzen und mal hier rumzurennen und alles einzukassieren, was halt an Fettlauch hier so rumsteht in der Gegend. Aber an sich ist das schon machbar. Und sagen wir mal ehrlich, vor so einem Elite-Galopper habe ich jetzt auch relativ wenig Angst. Ein Pferd mit Pferdestärke, wo gibt's denn sowas? Aber es hat einfach alles hier keine Chance mehr. Wir sind einfach zu stark geworden. Und ich glaube, es gibt auch keine legendären und mythischen Pokémon mehr, die wir noch nicht haben. Abgesehen vom, ja, vom Boss höchstpersönlich, ne? Arceus fehlt noch. Der ist, glaube ich, der letzte, der fehlt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil es immer sein kann, dass noch irgendwer fehlt. Aber ich meine, er sei der letzte. War ich hier jemals? Ach, das ist hier einfach über die Landbrücke drüber, okay. Ja, ich wollte einfach mal gucken. Weil hier, zum einen bin ich mir nicht sicher, ob ich hier alle Geisterlichter habe, auch wenn ich glaube, dass ja. Zum anderen wollte ich mal gucken, ob es hier vielleicht Pokémon gibt, die ich noch nicht gefangen habe. Aber hier drüben war ich ja schon zu Genüge, weil hier habe ich ja die ganzen, ja, immer mein Eisenerz gesammelt. Da ist noch ein Georock. Für einen Geobatz hätte ich es vielleicht gemacht, aber nicht für einen Georock. Gut, dann habe ich hier. Ne, Baumriesenkampffeld ist falsch. Ich sehe die Karte mal falsch. Drei Pokémon gefangen, immerhin. Es ist schon wieder ein Evoli mehr, als ich vorher hatte. Registrierte Form 2, okay. Exemplare gefangen, noch keine 3. Ohne entdeckt zu werden, gar nichts gefangen. Einsatz von Ruckzuckhieb gesehen, mit Nahrung gefüttert. Exemplare, die sich entwickelt haben, 0. Das könnten wir eigentlich mal machen. Das eine ist ja jetzt sowieso zu viel. Das könnten wir jetzt einfach mal mit dem Stein entwickeln. Was haltet ihr denn davon? So, hier, wir nehmen jetzt dieses Evoli und entwickeln das einfach, weil ich habe noch ein Evoli und ein Nachtara. Die anderen Evolutionen haben wir alle noch nicht. Problem ist, die ganzen Steine habe ich natürlich jetzt in der Kiste gelassen. Ich würde sagen, wir entwickeln es einfach mit dem ersten Stein, der uns über den Weg läuft. Vorausgesetzt, ich übersehe keinen. Also hier sehe ich keinen. Hier sehe ich auch keinen. Sehe ich auch keinen. Steine? Hier sind die bestimmt. Da. Hier ist ein Leuchtstein. Ja, hier, Feuerstein. Ich möchte gerne einen Feuerstein. Einen Feuerstein, bitte. Den möchte ich meinem Level 4 Evoli geben.
damit wir einen Level 4 Klamara haben. Glückwunsch, denn Evoli hat sich zu einem Flamara entwickelt. So, Flamara gefangen. 1 von 1. Und Exemplare, die sich entwickelt haben, auch 1 von 1. Ja, wer eine Beförderung haben will, der muss halt auch was dafür tun, ne? Die verschenken sie nicht einfach so. Da muss man auch ein bisschen forschen. Und Evolis fangen. Zwerglob. Ich hätte eigentlich auch gerne Zwerglobs. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Weil wir haben noch keinen Zwerfinst. Und das müsste ich mir ja auch noch entwickeln. So, wo stehen die rum? Direkt hier um die Ecke. Na verdammt, sie haben mich gesehen. Ich hab den für Level 38, das geht. Na, freiwillig mitkommen wollen sie aber nicht. Theoretisch brauche ich nur einen von ihnen. Die Attacke hat das Ziel verfehlt. Zwerglobs haben keine Schwebe, wenn ich mich nicht irre. Welches Zwerglob überlebt Erdenkräfte von einem Level 70er Pokémon, wenn es Level 38 ist? Da reißen mir gerade mein Pokémon. Werde euch fangen und entwickeln. Einfach weil ich es kann. Okay, dich konnte ich nicht fangen. Tut mir leid. Aber dich kann ich noch fangen. Ich werde eher dafür bezahlt, wenn ich euch fange, als dass ich euch kille. Und was liegt denn da hinten? Was ist denn das? Hat es denn gedroppt? Der Paket? Düsterumhang. Ah. Gleich seinen Entwicklungsgegenstand mitgedroppt. Finde ich gut. Finde ich gut. Irgendwie will ich die Kiste da hinten noch holen. Es tut mir leid. Ah, nur Köder drin. Ich hab gehofft, es sind wenigstens ein paar Bällchen drin. So, Professor, jetzt möchte ich Bericht erstatten. Jetzt darfst du aber meine Pokédex-Einträge aktualisieren. Ja, für Evoli, für Flamara und für Zwerglob. Müsste ich noch mit Attacken vom Typ Geist besiegen, Spukball sehen oder mal entwickeln. Entwickeln habe ich ja eh vor mit dem Viech.
Theoretisch müsste ich auch mal den kompletten Pokédex auf links drehen und gucken, was ich halt noch alles brauche. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich es entwickeln kann. Oder ob ich da erst irgendwas mitmachen muss. Ob ich es ihm nur geben muss oder sowas. Ich kann es direkt entwickeln. Ein Zwirfens, sehr schön. Auch wieder ein Eintrag mehr für uns. Das ist für mich halt wichtig. Ich möchte alle Einträge haben. Deswegen möchte ich aber eigentlich noch viel, viel mehr Evolis fangen. Dass ich alle Evolis eintragen kann. Weil uns fehlen noch so viel. Wir haben zum Beispiel nur ein Voltoball. Da muss ich nochmal welche fangen. Ich muss noch ein Electek fangen. Da weiß ich auch. Also bei beiden weiß ich genau, wo sie sind. Dass ich die entwickeln kann. Ein Plim habe ich auch nicht. Blinkblim heißt ja, glaube ich. Nonfugil muss ich auch noch zu Traumagil machen und so weiter und so fort. Also wir haben noch ein bisschen was zu entwickeln. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Legenden Arceus. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.